Ein Ereignis, das die ganze Welt in zwei Hälften gespalten hat. Eine Zeit vor dem Christkind und eine Zeit nach dem Christkind. Man kann über Jesus vieles behaupten und es wurde auch vieles von ihm behauptet und über ihn behauptet und geschrieben, aber eines kann man sicherlich nicht sagen, dass das ein unbedeutendes Ereignis war. Ein Ereignis, das die ganze Welt veranlasst, eine Zeitrechnung neu zu machen und zu sagen, das war vorher und das war nachher, ist sicherlich nicht bedeutungslos. Ich habe versprochen den Kindern, dass ich euch die Geschichte erzähle vom Christkind. Also wie war das in meiner Kindheit, wie ich so alt war wie ihr? Also ich bin nicht als Christ aufgewachsen, das müsst ihr wissen. Ihr habt ein Vorrecht, es ist ein großes Vorrecht, wenn man in einer christlichen Familie aufwachsen darf. Bei mir war das nicht der Fall. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. So hat man mir das erzählt. Ja? Und da haben wir einen Adventkranz gehabt, da haben wir ein Kerzer, zwei, drei, vier angezündet und einen Adventkalender, da war jeden Tag eine Schokolade drin, dann natürlich 1, 2, 3 bis 24, das war natürlich schön, da die aufmachen und die Schokolade essen. Und dann war Weihnachten. Und Weihnachten war dann bei uns so, da bin ich gesessen, ganz nervös, und die Tür war verschlossen und irgendwann ist die Tante oder eben irgendein Verwandter oder die Eltern oder jemand gekommen und gesagt, du, hast gehört? Ich glaube, das Christkind war da. Und dann hat es geläutet. Klingeling. Und dann sind wir reingegangen, haben die Tür aufgemacht und dann bin ich vor dem Baum gestanden, Sternspritzer, Geschenke, das Christkind war da. Und das Christkind, das war in meiner Gedankenwelt, so hat man mir das beigebracht, so ein Engelein. Für mich war das so ungefähr so ein 13 Jahre alt, ich weiß nicht warum, aber das haben wir so vorgestellt, 13-jähriges blond gelocktes Mädchen, das in einem weißen Nachthemd da hereinfliegt und die Geschenke reinlegt. Das hat man mir so erzählt. Ja? Ist natürlich ein Märchen. Ist ein Märchen, ja. Also Kindergeschichte. Ist nicht immer wahr, die Kindergeschichte, aufpassen. So, naja, und dann kam die Schule. Ich bin nicht in eine adventistische Schule gegangen, nicht einmal in eine christliche, ich bin in eine öffentliche, staatliche Schule gegangen. Da hat es Schüler gegeben, die waren gar nicht nett. Muss ich echt sagen, ich weiß nicht, ob es bei euch nur Nette gibt, aber in meiner Schule waren manche gar nicht nett. Ja, und die haben dann gesagt, als ich in der ersten Klasse war, der glaubt das Christkind. Was ist das für einer? Weißt du nicht, dass es Christkind gar nicht gibt? Naja, und ich habe das verteidigt. Das haben meine Eltern gesagt. Das ist die Wahrheit. Meine Tante, die lügt mich doch nicht an. Und meine Eltern, die lügen mich doch nicht an. Und die ganze Welt sagt das. Alle sagen das. Hast du nicht gehört? Es ist Weihnachten. Alle sagen, dass Christkind kommt. Naja, gut. Aber die haben keine Ruhe gegeben, die haben keine Ruhe gegeben. Und so bin ich dann doch irgendwie, haben wir gedacht, jetzt frage ich einmal meine Eltern. Naja, und dann habe ich meine Eltern gefragt. Und dann haben die genau das gemacht, was ihr Kinder gesagt habt. Naja, eigentlich, ja, freilich gibt es ein Christkind. Selbstverständlich. Ich habe gedacht, die tun komisch. Gibt es vielleicht doch kein Christkind? Nein, ich habe keine Ruhe gegeben, Kinder sind ja neugierig, Kinder wollen es ja wissen. Ja? Habe ich weitergefragt und irgendwann dann ist rausgekommen, naja, weißt du, eigentlich genau genommen, in Wirklichkeit, gibt es eigentlich kein Christkind. Und ich habe mir gedacht, was heißt eigentlich keins? Ja, entweder gibt es das oder nicht. Was heißt eigentlich keins? Na, eigentlich nicht. Na gut, okay. Ja, aber warum habt ihr mir das dann erzählt? Ja, weißt du, das macht man halt so, das ist halt so. Aha, das macht man so, das ist so. Okay,
Ja, aber warum? Ja, weil das ist so, das machen alle. Aha, okay. Ja, und dann habe ich noch einmal, ein drittes Mal gefragt, aber warum habt ihr mir die Geschichte erzählt? Ja, weil das alle sagen. Oh, okay. Naja, und Kinder, die nehmen das relativ gelassen. Also ich habe es in meinem Alter halt auch damals relativ gelassen genommen. Und dann gibt es halt kein Christkind. Okay, ist auch recht. Habt ihr halt Geschenke? Passt auch. Sollen halt die Eltern die Backerl einpacken? Schon recht. Naja, und dann habe ich mich erwachsen gefühlt. Jetzt weiß ich, es gibt kein Christkind. Erwachsen nicht, aber groß. Groß, als Erstklässler habe ich mich fast wie ein Zweitklässler gefühlt. Ja, fast. Denn dann kam die zweite Klasse. In der zweiten Klasse kam das nächste Problem. Erstkommunion. Komisch war es halt für mich, weil jetzt hat der Religionslehrer mir erzählt, es gibt doch ein Christkind. Es gibt ein Christkind. Und zwar das da. Das ist in Bethlehem geboren worden. Und das ist der Christus, der Messias. Also hier ist eine Übersetzung, die Fjodor vorgelesen hat, heißt es ja, wir haben den Messias gefunden, was verdolmetscht ist, der Gesalbte. Aber im Griechischen steht, wir haben den Messias gefunden, was verdolmetscht ist, der Christus. Also es gibt doch ein Christkind und jetzt war ich wieder verwirrt. Jetzt gibt es doch ein Christkind. Ja, wie ist das jetzt mit dem Christkind? Gibt es ein Christkind oder gibt es kein Christkind? Es gibt ein Christkind. Es gibt tatsächlich ein Christkind. Es gibt tatsächlich einen Gesalbten, einen Messias, einen Christus. Aber dieser Christus, der wurde leider nicht so behandelt, wie man ihn hätte behandeln sollen. Dieser Christus ist ein Mensch geworden, in einem heiligen Krieg, der in diesem Buch geschildert wird. Und zwar möchte ich euch aus Offenbarung 12 ein paar Verse vorlesen, aus der Offenbarung Jesu Christi. Und das ist die Offenbarung Jesu Christi. Es ist nicht die Offenbarung des Johannes, wie manche sagen. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Und da steht im Kapitel 12 etwas über dieses Kind, über dieses Christkind. Und die Geschichte beginnt aber im Himmel. Die beginnt schon vorher. Und zwar, ein großes Zeichen erschien im Himmel. Ein Weib begleitet mit der Sonne und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären. Man könnte jetzt zunächst einmal fragen, wer ist denn dieses Weib? Auf das will ich jetzt nicht näher eingehen aus Zeitgründen. Und es erschien ein anderes Zeichen in dem Himmel und siehe, ein großer feuerroter Drache, welcher 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Köpfen 7 Diademe. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor dem Weib, das im Begriff war zu gebären, auf das er, wenn sie geboren hätte, das Kind verschlänge. Das ist die Geschichte vom Christkind. Schon bei seiner Geburt stand der Drache bereit. Und sie gebar einen männlichen Sohn, steht hier. Das ist eine interessante Übersetzung, ja. Ich kenne keine weiblichen Söhne, aber sie gebar einen männlichen Sohn, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute. Das Christkind wurde geboren, um alle Nationen zu weiden mit eiserner Rute. Okay. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Das Christkind wurde zu Gott und seinem Thron entrückt. Also wie schaut das aus?
Wir sind alle Menschen auf diesem Planeten in einem heiligen Krieg. Wisst ihr das? Ich glaube, ihr wisst das schon. Ein heiliger Krieg. Keine Kleinigkeit. Und weil wir uns in diesem heiligen Krieg befinden, möchte ich euch heute zu Weihnachten keine Geschichte erzählen, die nicht den Tatsachen entspricht, sondern die Geschichte erzählen, wie sie wirklich ist. Also in diesem heiligen Krieg geht es um eine Auseinandersetzung zwischen Wahrheit und Lüge, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Licht und Finsternis. Es geht um Polaritäten, es geht um zwei Fürsten. Ein Fürst, der vom Himmel gekommen ist, als Christkind. Und der wieder in den Himmel entrückt wurde und der noch einmal kommen wird. Das ist der eine Fürst. Und der andere Fürst, der aus dem Himmel verstoßen wurde, weil er dort etwas angestellt hat, was nicht gut ist. Und er stellt auch hier auf Erden nichts Gutes an. Und in diesem heiligen Krieg möchte ich euch hier ein Zitat vorlesen von einem Meister der Kampfkunst, einem General namens Sun Tzu. Wenn du den Feind und dich selbst kennst, dann brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Wenn du dich selbst kennst, aber nicht deinen Feind, dann wirst du für jeden erlangten Sieg auch eine Niederlage einstecken müssen. Wenn du weder den Feind noch dich selbst kennst, dann wirst du in jeder Schlacht unterliegen. Selbsterkenntnis ist nicht sehr weit verbreitet. Aber die Erkenntnis des Feindes noch weniger. Und heute ist die Tendenz, wenn man über den Feind spricht, lieber nicht darüber reden, ich will was Positives hören. Ja, es ist positiv. Der Feind ist besiegt. Und der Feind ist der Gott dieser Welt. Und er regiert in dieser Welt durch Menschen dieser Welt. Und ich stehe mittendrin, wenn ich mich nicht entschieden habe. Ich bin ein erlösungsbedürftiger Sünder. Ich bin ein armes, kleines Würstchen auf diesem Planeten, während hier Mächte miteinander kämpfen, wo ich daneben stehe und sage, ich bin wie ein kleines Kind. Und alles, was ich tun kann, ist mich entscheiden, der Fürst oder der Fürst. Aber wenn ich mich für den Fürsten entschieden habe, brauche ich mich nicht mehr fürchten. Dann brauche ich keine Angst mehr haben. Aber wenn ich mich für den Fürsten noch nicht entschieden habe, dann befinde ich mich in dem Stadium, in dem die meisten Menschen auf diesem Planeten sind, und das nennt sich Ambivalenz. Ambivalenz. Es gibt, Gott sei es gedankt, nur sehr wenige wirklich böse Menschen. Wirklich böse, die sich für den Satan entschieden haben. Die gibt es auch. Die habe ich kennengelernt. Ich war 20 Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis, wie manche von euch wissen. Ich habe Menschen kennengelernt, die mir klipp und klar gesagt haben, Satan ist ihr Freund. Satan hilft ihnen. Was ich überhaupt für ein Problem habe. Satan ist ein guter Kerl. Wenn man reich werden will, wenn man wissen will, wie der Hase läuft, ruft man halt den Satan an. Solche Leute habe ich kennengelernt. Aber das sind wenige. Und die sind so böse, wirklich so böse, dass für den Großteil der Menschheit, die sogar die zu böse sind, die sperrt man dann ein. Die sperrt man weg. Die tut man weg, sagt weg mit denen. Ja? Der Großteil der Menschen ist auf der Schummelpartie der Ambivalenz. Was ich euch aber heute zeigen möchte und worauf ich euch aufmerksam möchte, machen möchte, ist natürlich wieder mal dieses Buch, das ja jetzt mittlerweile sehr weit verbreitet ist, Gott sei es gedankt,
und weiter verbreitet wird, was dem Feind natürlich auch nicht gefällt. Aber ich möchte euch hier aus dem Vorwort etwas vorlesen. Hier heißt es, im letzten großen Kampf wird Satan dasselbe Verfahren anwenden, denselben Geist offenbaren und nach demselben Ziel streben, wie in allen vergangenen Zeitaltern. Also wenn man die Muster kennt, ist es gut. Was gewesen ist, wird wieder sein, ausgenommen, dass der kommende Kampf alles bisher Geschehene an Heftigkeit übertreffen wird. Satans Täuschungen werden listiger, seine Angriffe entschlossener sein und wenn es möglich wäre, würde er selbst die Auserwählten verführen. Durch diese Berichte können wir uns ein Bild von dem vor uns liegenden Kampf machen. Welche Berichte? Diese Berichte. Die Geschichte des Kampfes in der Vergangenheit. Wenn wir sie im Licht der Heiligen Schrift betrachten und sie durch den Heiligen Geist beleuchten lassen, werden die Schliche des Bösen aufgedeckt und die Gefahren zum Vorschein kommen, die diejenigen meiden müssen, die beim Kommen des Herrn als untadelig angesehen werden wollen. Es lohnt sich also, die Geschichte zu betrachten. Und deswegen habe ich euch diese Statue hier mitgebracht. Und zu schauen, wie war denn das in der Vergangenheit? Denn wenn das wieder kommen wird, dann ist es gut, wenn man die Muster kennt. Und ich möchte betonen, ich möchte heute Muster zeigen. Muster, die sich in der Geschichte wiederholen. Ich möchte nichts andeuten, ich möchte niemandem etwas unterstellen, aber ich möchte Muster zeigen, die in der Geschichte sich wiederholen. Fangen wir an in Ägypten. Was für ein Muster war denn in Ägypten? In Ägypten hat es eine Regierung gegeben, die war nicht vom König des Universums. Die war nicht vom König des Universums, die war vom Fürsten dieser Welt. Eine Regierung vom Fürsten dieser Welt. Und wie hat die ausgeschaut? Da hat es einen Pharao gegeben und das war der Sohn der Sonne. Da hat es Untertanen gegeben und das waren Schafhirten, die Hebräer, die Nachkommen von Josef, einfache Schafhirten. Einfache Leute. Und da hat es einen Pharao gegeben, der Befehle gegeben, nämlich du baust jetzt noch ein paar Ziegel und für meine Pyramide her. Und die Häcksel, die kannst du selber suchen. Ja? Aber bau für meine Pyramide. Und dann hat es einen Befreier gegeben, das war Mose. Und dieser Mose hat zunächst einmal einen Fehler gemacht, nämlich er hat geglaubt, er kann da jetzt sein Volk befreien und hat da mal einen Ägypter erschlagen in seinem Zorn und hat geglaubt, so und jetzt. Also was macht der mit meinem Volk? Ja, das geht ja nicht. Und ist hin und hat den Ägypter erschlagen, naja, und dann hat er flüchten müssen in die Wüste. Wir wissen das. Aber er ist zurückgekommen, dieser Mose. Er ist zurückgekommen. Zurückgekommen als der sanftmütigste Mensch auf Erden. Und er ist hingegangen zum Pharao und hat gesagt, lass mein Volk ziehen. So spricht der Allmächtige. Lass mein Volk ziehen. Naja, und der Pharao hat gesagt, wer ist das? Wer ist dieser Gott? Ich bin Gott. Ergebnis? Tote Erstgeborene. Ertränkte Ägypter im Meer ersäuft. Und ein befreites Volk. Also, das war die Antike. Da ist es nicht so zart abgegangen wie heute. Da hat man das anders gemacht. Ja, die Geschichte geht weiter. Babylon. Regierung. Nebukadnezar. Auch nicht vom Gott des Universums, auch vom Gott dieser Welt. Nicht eingesetzt ist falsch, wir wissen aus der Bibel, eingesetzt werden die Regenten von ganz oben, aber zugelassen.
Untertanen Daniel und seine Gefährten verschleppte, wieder mal diese Juden, also dieses Volk von Schafhirten, die sich einbilden, sie kennen Gott. Ja? Daniel und seine Gefährten. Botschaft an Nebukadnezar. Daniel 4, Vers 30 und 31, schauen wir mal. Botschaft an Nebukadnezar. Botschaft vom Himmel, mein Freund. Nebukadnezar steht da und sagt, ist das nicht das große Babel, welches ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe, durch die Stärke meiner Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit? Noch war das Wort im Munde des Königs, da kam eine Stimme vom Himmel her, dir, Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königtum ist von dir genommen. Botschaft. Daniel 2, Vers 21. Und er ändert Zeit und Stunden und Zeitpunkte. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Botschaft. Nebukadnezar, du bist zwar von Gott eingesetzt, aber wenn Gott sagt, Schluss ist jetzt, dann ist Schluss. Ergebnis? Daniel 4, Vers 37. Was ist das Ergebnis der Geschichte für Nebukadnezar? Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels. Das Christkind. Dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind, der zu erniedrigen vermag, die in Hoffart wandeln. Ergebnis für den Gewaltherrscher Nebukadnezar. Er gesteht ein, es gibt einen Höheren. Na gut, Persien, nächstes Reich. Wir haben ja heute schon von Persien gehört, aber ich möchte zwei Geschichten von Persien erzählen, die eine von Darius und die andere von Esther und Ahasverus. Also unter Darius, was ist denn unter Darius passiert? Also ihr kennt ja alle diese Geschichten, ich muss ja nicht alle in der Bibel jetzt aufschlagen, ihr kennt sie ja. Kapitel 6 im Daniel-Buch, was ist denn da passiert? Na, da ist die Geschichte von der Löwengrube. In Kapitel 2 ist die Geschichte vom Feuerofen und in Kapitel 6 ist die Geschichte von der Löwengrube. Und hier geht es worum? Regierung, Darius, Untertanen, Daniel und seine Gefährten, Botschaft, es gibt eine höhere Gesetzgebung als deine Gesetzgebung. Denn er hat ein Gesetz erlassen, Darius, dass ich ihm auf Anraten, sehr guter Berater, hat er ein Gesetz erlassen. Niemand darf irgendeinen Gott anbeten außer mich. Niemand darf irgendeinen Gott etwas bitten außer mich. Naja, das ist die Botschaft. Der Test für das Volk, für Daniel und seine Gefährten. Betest du dann noch den wahren Gott an, wenn es dir verboten wird? Ja, Daniel und seine Gefährten haben das gemacht. Ergebnis? Was ist das Ergebnis? Interessant. Darius, schauen wir mal. Daniel, Kapitel 6, Vers 13. Daniel, Kapitel 6, Vers 13, so das ist das Gesetz, die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist, das ist das Gesetz. Aber Vers 26, als dann schrieb der König Darius an alle Völker, Völkerschaften und Sprachen, welche auf der ganzen Erde wohnen, Friede euch in Fülle, also ein Schreiben hat er herausgegeben an alle Völker, Friede euch in Fülle. Von mir wird Befehl gegeben, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs hebe und sich fürchte vor dem Gott Daniels. Denn er ist der lebendige Gott und besteht in Ewigkeit und sein Reich wird nie zerstört werden und seine Herrschaft wird
bis ans Ende gehen, der da rettet und befreit und Zeichen und Wunder tut im Himmel und auf der Erde, denn er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Ergebnis: der größte Herrscher zur damaligen Zeit kommt zum Ergebnis, es gibt noch einen größeren, und der hat Daniel aus der Löwengrube errettet. Persien Kapitel 2 haben wir heute studiert in der Lektion. Esther, Regierung. Wer ist die Regierung? Die Regierung heißt Ahasverus oder Artaxerxes, es gibt verschiedene Übersetzungen. Was macht der? Er macht ein Festmahl, er geht feiern, Party. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Juhu, tralala. Und da denkt sich, das wäre doch nett, wenn man hier meine Frau vorführen könnte. Ich habe so eine schöne Frau. Alle sind stockbesoffen offensichtlich, so scheint es zu sein laut dem Bericht. Ja. Und er sagt, holt es meine Frau und zeigt es her. Und die Frau will nicht mitmachen, sie macht nicht mit. Naja, jetzt werden die natürlich fuchsteufels wütend und die sagen, seine Berater sagen, ja, das geht nicht, wenn das Schule macht, wenn die nicht gehorsam ist, ja, das machen vielleicht andere auch, dann gehorchen die Frauen ihren Männern nicht mehr und dann gehorchen die Fürsten ihren Königen nicht mehr, das geht überhaupt nicht, du musst was tun. Naja, und er macht auch was. Er macht auch was. Er sucht sich eine neue Frau. Und die Frau, ich weiß nicht, was hat er mit der gemacht? Was hat er mit der Vashti gemacht? Verbannt hat er sie, verbannt. Also die Frau, braucht man nicht, neue Frau. Und wie das halt Herrscher damals gemacht haben, er ist nicht gegangen und hat sie umworben und hat sie, so wie es heute geschieht, dass die Männer die Frauen umwerben und sagen, möchtest du mich gerne haben? Ja. Sondern der hat Leute ausgeschickt, hat gesagt, holt mal eine, sucht euch die Schönste aus, ja, und bringt mir die Schönsten und die schaue ich mir durch und von den Schönsten die Schönste, die nehme ich dann. Ja. So hat er das gemacht. Ja, also so kann man auch um eine Frau werben. So macht das der Feind. Ist nicht der Geist Christi. Ist sicher nicht der Geist Christi. Ja. Aber so hat er das gemacht. Ja, und die neue Frau, die war wirklich lieb und schön und bezaubernd, aber ein kleines Problem hat es gegeben. Sie war nicht vom richtigen Volk. Ja. Es ist zwar wunderbar, wenn man so, es ist doch toll, oder? So, fantastisch, so schöne Frau, schön und lieb, beides. Was willst du noch mehr? Ja. Aber die hat Schwierigkeiten auch gemacht, nämlich dann, als der Herr Ahasverus auch die falschen Entscheidungen getroffen hat, aufgrund seiner Berater und Regierungsleute dort. Der eine hat Haman geheißen. Und die Esther hat einen Onkel gehabt, der hat einfach nicht, wirklich einfach, partout hat er nicht sich vor diesem Haman verneigen wollen. Und jetzt kommt wieder die Botschaft. Jetzt kommt eine andere Botschaft. Jetzt kommt die Botschaft, wir sind nicht die Regierungsgegner. Wir nicht. Haman ist der Regierungsgegner. Wir sagen nur, es gibt eine höhere Regierung, aber wir sind nicht die Regierungsgegner. Haman ist der Regierungsgegner. Aber dennoch, der König war überzeugt, Esther und Mordechai und dieses Volk, die sind das Problem. Ja. Und so hat er einen Tag festgesetzt, wo man die dann, wir wissen das, ausrotten wollte. Und da ist jetzt die Frage, was ist mit diesem Test jetzt? Der Test lautet, wie reagierst du in der Krise? Was magst du? Gehst du hinein zum König gegen das Gebot des Königs, obwohl es nicht erlaubt ist? Rufst du das Volk auf zum Fasten und Beten? Oder schweigst du, magst nichts vor Haman? Das ist jetzt die Botschaft. Naja, und das Ergebnis, kennen wir auch wieder, Ergebnis, sie haben ein tapferer Mann und eine tapfere Frau und ein betendes und fastendes Volk. Das gehört alles zusammen. Ergebnis, am Galgen
hängt nicht Mordechai. Haman hängt am Galgen. Ja, aber der Feind ist lernfähig. Bis hierher war die Geschichte ja so, dass man immer gesagt hat, auf die Knie. Und die Juden, die, da hat es immer welche dabei gegeben, die haben sich einfach trotzdem nicht gebeugt. Also da muss man sich eine andere Strategie ausdenken. Jetzt kommt die nächste Dynastie und das ist hier Griechenland. Und Griechenland hat eine neue Strategie gehabt. In Griechenland gab es Alexander den Großen und verschiedenste Philosophen. Und Alexander der Große hat gehört, dass im Buch Daniel steht, dass er Persien ablösen wird. Nicht schlecht. Was ist denn das für ein Gott? Der weiß, dass ich der Chef bin. Ui. Und so hat er den Auftrag gegeben für die Juden, sie sollen das übersetzen. Und so hat man die Bibel, das haben wir dem Alexander dem Großen dann zu verdanken, er hat die Bibel ins Griechische übersetzen lassen. Aber er hat noch etwas getan. Er hat die Juden auch eingeladen, bitte kommt, hier ist eine Universität, Alexandrien, kommt, studieren wir gemeinsam. Und dann haben die Philosophen und die Juden, die haben alle gemeinsam studiert, die Griechischen, und vor allem die Jugend wurde hingeschickt. Die Jugend hat dort auch studiert und ist ganz klug zurückgekommen, war ganz, ganz klug. Und das Ergebnis war, Rabbi so und so hat das gesagt, Rabbi so und so hat das gesagt und Rabbi so und so hat aber Rabbi so und so von Rabbi so und so gesagt. Und Kleantes hat gesagt und Seneca hat gesagt und Aristoteles hat gesagt und Sokrates hat gesagt und was hast du gesagt? Was ist deine Meinung? Ah, du hast auch eine Meinung. Ah, sehr interessante Diskussion, sehr anregend. Bitte um kritische Beiträge, sehr interessant. Das war das Ergebnis. Ja? Und es gab jetzt etwas Neues, einen Gelehrtenstreit. Nämlich, wer ist denn hier derjenige, der uns endlich einmal sagt, was wirklich die Wahrheit ist? Also der Schlachtplatz wird jetzt verlagert. Das geht weiter nach Rom dann, wo auch die Philosophen die Regierung beraten und den Senat gründen und beraten und man diskutiert über die Möglichkeiten, die es im Römischen Reich gibt. Und da gibt es manche, die haben eine falsche Vorstellung von Rom, die glauben, man hat dann immer gleich einen auf den Deckel gekriegt, so war das nicht. In Rom konntest du alles glauben. Du konntest Christ sein, du konntest Zarathustra anbeten, du konntest Jude sein, du konntest, völlig egal, das war ein Polytheismus. Ja? Rom hatte nur eine einzige kleine, winzige Bedingung. Der oberste Chef ist der Kaiser von Rom. Der oberste Gott ist der Kaiser von Rom. Also ein Christ musste nur ein kleines Weihrauchkörnchen, ein winziges kleines Weihrauchkörnchen nehmen und vor einer Augustusstatue so pups machen. Mehr war nicht nötig. Klitzekleine Kleinigkeit. Und er wurde in Frieden gelassen, wurde in Ruhe gelassen, konnte Gottesdienst feiern, konnte Christ sein, konnte alles machen. Aber da hat es Christen gegeben, die waren so stur, so was von stur, dass sie wegen so einem kleinen Weihrauchkörnchen ein Theater gemacht haben. Also der Schlachtplatz wurde jetzt verlagert nach Rom, von Griechenland nach Rom wiederum. Und in Rom, da war man dann wirklich ein Problem, denn in Rom wurde das Christkind geboren. Und in Rom standen schon die Soldaten des Herodes bereit, um das Christkind gleich einmal nicht schlagen, nicht misshandeln, töten. Töten. Und da mussten viele, viele unzählige Kinder sterben. Unschuldige Kinder. Und die katholische Kirche feiert bis heute das Fest der unschuldigen Kinder. Das kommt nach Weihnachten. Ja. Die mussten sterben, weil Herodes ein Problem gehabt hat. Welches denn?
Welches Problem hatte Herodes? Er konnte nicht herausfinden, welches Baby er umbringen muss. Also hat er gesagt, bringen wir halt alle um. Das kennen wir aber von Ägypten, oder? Pharao wollte das auch, bringen wir halt alle um. Und dann ist Mose übrig geblieben. Naja, und da auch, bringen wir halt alle um. Aber der Engel erscheint und sagt, flieht nach Ägypten. Und der Herr hält seine Hand drüber und lenkt das und sorgt dafür, es ist jetzt nicht die Zeit, das Kind umzubringen. Jetzt ist die Zeit, dass das Kind erwachsen wird. Alles hat seine Zeit. Und so wurde Jesus und das Christkind beschützt. Und das Christkind ist erwachsen geworden. Naja, und als das Christkind dann erwachsen war, als es erwachsen war, da ist das Christkind zunächst einmal herumgegangen, hat Kranke geheilt, Tote auferweckt, Gutes getan und das Volk ist ihm zugelaufen. Aber da hat es Leute gegeben, denen hat das nicht gefallen. Ich verstehe es zwar nicht, wie einem das nicht gefallen kann, wenn man Tote auferweckt und Kranke heilt und Menschen gesund macht und Gutes tut, aber denen hat das nicht gefallen. Und die haben beschlossen, der muss weg. Der muss weg. Er ist ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses und er muss weg. Und so steht dieser Jesus dann als erwachsener Mann, der nun kein Christkind mehr ist, sondern ein Erwachsener, steht er vor Pilatus. In Johannes Kapitel 19, Vers 15 und 16. Und Pilatus ist schon draufgekommen, was da gespielt wird. Der Prokurator von Rom. Nicht der Kaiser, auch ein Untergebener. Aber immerhin eingesetzt in diesem Amtsgebiet. Er ist schon draufgekommen, was die Kirchenführer hier vorhaben. Die haben ihn ausgeliefert an die Staatsgewalt. Und gesagt, wir haben den als schuldig befunden. Aber die Staatsgewalt, Pilatus, was interessiert mich? Ja, Religion. Regelt sie ihr das? Nö. Du musst ihn umbringen. Du bist die Staatsgewalt. Pilatus versucht sich irgendwie rauszuschummeln. Und zu guter Letzt hier, wo das Ganze dann gipfelt, in Johannes 19, 15 und 16, sagt er zu den Juden, Schatz, das ist euer König, euer König. Soll ich euren König kreuzigen? Und da hat es keine Trennung von Kirche und Staat gegeben, so wie heute. Wir sind das ja gewöhnt, wir leben ja in einem Land und in einer Zeit, wo wir Kirche und Staat trennen. Ja? Da ist nicht um religiöse Diskussionen und philosophische Streitfragen gegangen. Da ist es um die Frage gegangen, ob man diesen Mann tatsächlich ans Kreuz nagelt oder nicht. Ja? Da war keine Trennung von Kirche und Staat und er sagt, den soll ich kreuzigen, euren König. Naja, und die Antwort? Wir haben keinen König. Wir haben keinen König. Als nur den Kaiser. Das ist genau das, was Rom hören wollte. Wir haben keinen König. Als nur den Kaiser. Naja, und wie die Geschichte geendet hat, wir wissen es. Aber worum ist es denn in dieser Thematik überhaupt gegangen? Naja, im Kapitel 18, Vers 36 und 37 vom Johannesevangelium erfahren wir, worüber hier eigentlich gestritten wird. Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Dein Volk und deine Hohepriester haben dich mir überliefert. Deine Kirche hat mich an dich, hat dich an die Staatsgewalt, mir gebracht, was hast du denn angestellt? Was hast du getan? Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt.
Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, auf dass ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Und auch das wird missinterpretiert. Jesus sagt hier nicht, ich bin ein Philosophenkönig und habe mit dem nichts zu tun. Nein, das meint er nicht. Er ist kein Philosophenkönig. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, mein Reich ist höher als diese Welt. Woher weiß ich das, dass er das so meint? Naja, ich weiß es aus den Versen, aus Kapitel 19, Vers 10 und 11. Da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Gewalt habe, dich loszugeben und Gewalt habe, dich zu kreuzigen? Also ich bin hier der Chef, ich habe die Gewalt. Und Jesus sagt, du hättest keinerlei Gewalt über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Also mein Reich ist nicht von dieser Welt, heißt, mein Reich steht über dieser Welt. Mein Reich von dir ist nicht von dieser Welt, bedeutet nicht, ich bin ein Philosophenkönig, ich sitze in meinem Kämmerlein und philosophiere. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Also es gibt keine Ausrede. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Aber Pilatus hat trotzdem eine Ausrede. Pilatus ist ja nicht dumm. Pilatus sagt einfach, was ist Wahrheit? Wer kann sagen, was Wahrheit ist? Und fertig. So leicht geht das. Jesus sagt, jeder kann die Wahrheit erkennen. Und Pilatus sagt, was ist Wahrheit? Ganz einfach. Na gut. Aber die Geschichte geht ja weiter. Die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Wir sind jetzt bei Rom. Da kommen ja noch die Füße unten. Da kommt ja noch das geteilte Reich. Da kommt ja noch einiges. Pilatus sagt, was ist Wahrheit? Nun, Europa folgt hier diesem Rom, das geteilte Reich, hat eine Lösung. Europa hat eine Lösung. Rom geht zugrunde, Scharen von Völkern wandern mitten durch Rom und plündern alles und zerstören alles und rauben. Und Rom steht da und ist verzweifelt. Was soll man denn jetzt machen? Da kommt Rom auf eine gute Idee und bittet den römischen Bischof, du, da sind so viele Christen und eigentlich, denen haben wir eigentlich Unrecht getan. Ich meine, die haben wir da als Fackeln verwendet und angezündet und alles mögliche. Aber es sind eigentlich eh ganz liebe Leute. Ja, könntest du nicht das Volk einen und könntest du nicht hier ein gutes Wort für uns einlegen? Und so machen sie den römischen Bischof zum römischen Chef. Und der König der Juden wird gekreuzigt. Die Wahrheit wird gekreuzigt. Und der Bischof von Rom sagt, Roma locuta, causa finita. Rom hat gesprochen. Die Sache ist beendet. Es kommt zu einer Verlagerung der rein äußerlichen Gewaltherrschaft der antiken Tyrannen auf eine innere Gewissensherrschaft und äußere Gewaltherrschaft. Das ist neu. Jetzt wirst du nicht nur gekreuzigt, wenn du anders handelst, sondern sogar, wenn du anders denkst. Sogar das Denken kann gefährlich werden. Aber natürlich, man braucht ja jemanden, weil der Rabbi so hat gesagt und der Rabbi so und der Rabbi so hat vom Rabbi so über den Rabbi so gesagt, dass dieser Text eigentlich ganz anders auszulegen ist, weil der Ursprung und dies und das und jenes. Also bei so vielen Auslegungen und so vielen Erklärungen, da muss doch irgendjemand sagen, was Wahrheit ist, oder? Irgendjemand muss doch sagen, was Wahrheit ist. Naja, ganz einfach.
Roma locuta, cosa finita. Wenn der Papst spricht, wobei man das Wort Papst eigentlich gar nicht verwenden dürfte, denn Jesus hat gesagt, wir sollen niemanden unseren Vater nennen. Ja? Aber wenn der sagt, das ist so, dann ist es so. Und wenn der sagt, die Sonne dreht sich um die Erde, dann dreht sich die Sonne um die Erde. Hast du das verstanden? Oder willst du brennen? Und wenn der sagt, die Erde ist eine flache Scheibe, dann ist das eine flache Scheibe. Hast du das kapiert? Nein, Martin Luther hat es nicht kapiert. Kopernikus hat es nicht kapiert. Galileo hat es nicht kapiert. Isaac Newton hat es nicht kapiert. Jetzt kommen da irgendwelche Reformatoren und die kapieren es nicht. Die sagen, Entschuldigung, dieses Buch hier, da steht drin, Jesus ist mein König. Da steht drinnen, ich darf nach meinem Gewissen frei entscheiden. Da steht drinnen, ich darf meinen Verstand gebrauchen. Ich soll ihn sogar gebrauchen. Da steht, ich soll forschen und studieren. Und aufgrund meiner Berechnungen bin ich draufgekommen, das stimmt nicht mit der Erde. Das ist Unsinn. Das geht sich mit den Mathematischen nicht aus. Die Gesetze der Physik und der Mathematik, das passt nicht zusammen. Das kann ich beweisen, das kann ich belegen. Wisst ihr, was Spalatin zu Luther gesagt hat, als er etwas beweisen und belegen wollte? Mein Freund, du irrst. Wir sind hier nicht zusammengekommen, um zu diskutieren. Du hast nur ein Wort zu sagen. Und wisst ihr, wie dieses Wort gelautet hat? Revoco. Ich widerrufe. Mit einer päpstlichen Universität zu diskutieren, hat wenig Sinn. Wenn jemand mit einer päpstlichen Universität diskutieren will, weiß er nicht, was Papsttum ist, ganz einfach. Das geht gar nicht. Na gut, also in Europa geht es nicht mehr gut. Europa wird für Christen unbewohnbar, also packen ein paar Leute auf einem Schiff namens Mayflower ihre Sachen zusammen und flüchten in einen neu entdeckten Kontinent. Und das ist jetzt etwas ganz Gewaltiges. Ein neuer Kontinent ist entdeckt worden mit einem ganz eigenartigen Regierungsprinzip, nämlich wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich. Die müssen wir nicht beweisen. Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass ihnen der Schöpfer gewisse unveräußerliche Rechte verliehen hat, und dass zu diesen Leben Freiheit und die Erlangung des Glücks gehören. Also es wird hier eine Regierungsform gegründet, die hat es bisher nicht gegeben. Es werden hier Kirche und Staat getrennt. Die laufen getrennt. Das hat es vorher nicht gegeben. Und die Kirche hat keinen Papst. Das hat es auch nicht gegeben. Und die Regierung hat keinen König. Hat es auch nicht gegeben. Also jetzt mach einmal einen Punkt. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn das bitte funktionieren? Eine Kirche, in der es keinen Papst gibt und eine Regierung, wo es keinen König gibt. Ja, irgendjemand muss ja hier wohl das Sagen haben. Wie soll man denn da arbeiten können? Ja, ist ein Argument. Papst Pius IX. Hat es so ausgedrückt, im Jahre 1854. Und das bitte ist die Zeit, in der die Adventgemeinde entstanden ist. Das ist die Zeit. In dieser Zeit ja, ist die Kirche der Siebentags-Adventisten entstanden, im 19. Jahrhundert. 15. August 1854. Die absurden und irrigen Lehren oder Faseleien zur Verteidigung der Gewissensfreiheit sind ein außerordentlich verderblicher Irrtum, eine Pest, die vor allem anderen in einem Staat am meisten zu fürchten ist. Aussage von Papst Pius, 1854, naja, das war 1854, jetzt ist ja alles anders. Schauen wir mal, ob wirklich alles anders ist. Zweites Vatikanum, im
wann war das Zweite Vatikanum? Das Zweite Vatikanische Konzil tagte von 1962 bis 1965 und im Zweiten Vatikanischen Konzil wurde bestätigt bei der Verkündigung in einem endgültigen Akt einer Glaubens- oder Sittenlehre erfreut sich der Bischof von Rom der Unfehlbarkeit. Die Kirche, das Bischofskollegium und ein ökumenisches Konzil können nur dann als unfehlbar betrachtet werden, wenn sie sich mit dem Nachfolger Petri artikulieren. Zweites Vatikanum 1962 bis 1965, offizielle römisch-katholische Lehre. Unfehlbarkeit. Das Gesetz der Meder und Perser. Wenn ein Gesetz verabschiedet wurde, dann hat es Gültigkeit. Und niemand kann es aufheben. Also wie ist das jetzt mit diesen abgeschmackten Faseleien von der Gewissensfreiheit? Nun, man muss dazu sagen, Gewissensfreiheit wird in dieser Welt auch häufig missverstanden. Gewissensfreiheit ist nicht Anarchie. Gewissensfreiheit heißt nicht, dass jeder macht, was er will. Gewissensfreiheit bedeutet nicht, dass ich auf die Idee komme, ich bin eigentlich ein Fuchs und möchte gerne als Hase angesprochen werden. Das nicht. Denn ich bin immer noch ein Mensch, wie man vielleicht erkennen kann. Also Gewissensfreiheit ist etwas anderes als Anarchie. Man müsste eigentlich von Gewissensgehorsam sprechen. Denn es geht eigentlich darum, dass man die Freiheit hat, in seinem Gewissen Gott so zu dienen, wie es einem das Gewissen sagt. Aber es ist immer noch so, dass es im Gewissen darum geht, Gott zu dienen und nicht zu sagen, ich bin der Meister aller Dinge und ich rechtfertige mich nur vor mir selbst. Nein, das ist nicht gemeint, das haben die auch nicht gemeint, die Begründer der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Das ist ganz eindeutig und ganz klar, denn das waren Protestanten. Das waren keine Atheisten und keine Evolutionsgläubigen, das waren Protestanten. Ja. Und was Anarchie natürlich bewirkt, das können wir hier lesen und ich glaube aber trotzdem, dass diese Zeit kommt. Es ist hier eine Erziehung. Gleichzeitig sucht die Anarchie alle Gesetze, nicht nur göttliche, nein, auch menschliche hinwegzuführen. Die Zusammenballung von Macht und Reichtum, die großen Zweckgemeinschaften zur Bereicherung weniger auf Kosten der vielen, der Zusammenschluss der ärmeren Klassen zur Verteidigung ihrer Anliegen und Ansprüche, der Geist der Unruhe, des Aufruhrs und des Blutvergießens, die weltweite Ausbreitung jener Lehren, die zur Französischen Revolution führten, das alles treibt darauf zu, die Welt in eine ähnliche Auseinandersetzung zu verwickeln, wie sie Frankreich erschütterte. Und das ist eine Gefahr. Und die sehen manche natürlich und die sagen dann, bitte seid vorsichtig. Ja, na natürlich. Gewissensfreiheit? Ja. Aber Anarchie? Nein. Unabhängigkeitserklärung heißt unabhängig wovon? Die Unabhängigkeitserklärung, die amerikanische, das ist aus dieser Wortlaut ist aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Wovon haben sie sich denn unabhängig erklärt, diese protestantischen Amerikaner, die aus einer Handvoll von Leuten zu einer Supermacht geworden sind? Wovon haben sie sich denn unabhängig erklärt? Unabhängig von einer Kirche mit einem Papst und unabhängig von einer Regierung mit einem König. Weder Papst noch König. Selbstverwaltung. Wir wählen einfach Leute und sagen, könntest du das 4 Jahre machen? Mach's bitte 4 Jahre. Nun, dann mach das 4 Jahre. Nach 4 Jahren schauen wir mal, was er gemacht hat. Und wenn er es nicht gut macht, sagen wir, machst das du bitte? Ganz einfach. Aber das heißt nicht, wenn ich dich bitte, dass du 4 Jahre die Verwaltung übernimmst, heißt das nicht, dass du mein König bist. Das ist ein Irrtum. Mein König bist du trotzdem nicht. Und mein Papst auch nicht. Das ist das Neue. Das ist das Einzigartige. Naja, und jetzt kommt ein neuer Test. Wir leben jetzt in dieser Zeit.
Jetzt kommt der Test. Ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Es kommt jetzt nicht mehr ein Test für die Regierung, für den Nebukadnezar oder für den Pharao oder für einen König. Denn der König, den gibt es gar nicht. Der König ist da oben. Jetzt wird jeder Einzelne im Volk getestet. Jeder Einzelne. Und jeder Einzelne wird befragt. Wer ist dein König? Der Christus? Der König der Juden? Der König der Wahrheit? Oder der Präsident von Amerika? Oder der Bischof von Rom? Oder demnächst vielleicht der Herrscher der ganzen Welt? Wer ist dein König? Und das Ergebnis ist offen. Die Wahl findet jeden Tag statt. Jeden Tag, jede Stunde werden Wahlentscheidungen getroffen. Wir müssen nicht abwarten. Wir müssen nicht auf die nächsten Wahlen warten. Jeden Moment werden Entscheidungen getroffen, wer der König auf diesem Planeten ist. Ambivalenz, habe ich gesagt am Anfang. Ambivalenz. Wer keine Entscheidung trifft, wird am Ende überrascht werden. Denn eines Tages wird der König dastehen und sagen, und? Wer ist deine Entscheidung gewesen? Und wenn du bis dahin keine Entscheidung getroffen hast, dann kannst du noch so sehr das Gute wollen, du wirst es nicht vollbringen. Denn der Fürst dieser Welt wird dir sagen, was du zu tun hast. Die Regierung Gottes ist keine Willkürherrschaft, die blinden Gehorsam fordert, wie Satan den Eindruck erwecken will. Sie wendet sich an Verstand und Gewissen. Kommt, lasst uns miteinander rechten, ist die Einladung des Schöpfers an die Wesen, die er gemacht hat. Gott achtet den Willen seiner Geschöpfe. Gott regiert, indem er deinen Verstand und dein Gewissen anspricht. Gott zwingt nie weder den Willen noch das Gewissen. Satan dagegen nimmt, um jenen seine Gewalt zu bringen, die auf keine andere Weise verführen kann, beständig Zuflucht zum Zwang durch Grausamkeit. Mit Furcht und Gewalt bemüht er sich, das Gewissen zu beherrschen und Huldigungen für sich selbst zu gewinnen. Um dies durchzusetzen, wirkt er durch religiöse und weltliche Mächte, die er antreibt, für menschliche Verordnungen Gottes Gesetz zum Trotz Gehorsam zu erzwingen. Zwangsmaßnahmen findet man nur unter Satans Herrschaft. Die Grundsätze des Herrn sind anders. Seine Autorität beruht auf Güte, Barmherzigkeit und Liebe. Wer ist dein König, möchte ich euch heute fragen. Ich möchte euch diese Frage mitgeben als Meditation für den Nachmittag. Und ich weiß, viele von euch haben die Entscheidung schon lange getroffen. Ich habe sie auch getroffen. Aber du musst sie jeden Tag festmachen. Du musst das festnageln. Jeden Tag. Denn eines kann ich euch versichern, das habe ich in 20 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis gelernt. Wenn es jemanden gibt, der entschlossen ist, dann ist es der Feind. Das kann man von ihm lernen. Das kann man vom Feind lernen. Er ist entschlossen, der Regierung Gottes nicht untertan zu sein. Und das ist das eigentliche Problem. Er wird nicht nachgeben. Er wird euch versuchen, er wird eure Kinder versuchen, er wird euch verführen wollen und er wird euch zwingen wollen. Er wird keine Ruhe geben, solange wir hier auf diesem Planeten sind. Bis Jesus kommt, gebt euch keiner Illusion hin. Wir stehen mitten im Kampf. Wir stehen mitten im Heiligen Krieg. Ja? Und natürlich, wir haben zarte Kinder. Und die müssen wir behüten und beschützen.
Und den dürfen wir nicht Angst machen. Das ist mir schon klar. Aber wer sich der Illusion hingibt, dass er deswegen, weil er, wie in meinem Fall, vor 38 Jahren getauft wurde, heute in absoluter Sicherheit lebt. Absolute Sicherheit, schreibt Ellen White im Buch Maranatha, haben wir dann, wenn wir durch die Tore der heiligen Stadt eingetreten sind. Und unser Ziel ist die goldene Stadt. Die goldene Stadt. Als Jesus ihr zugerufen hatte, spricht er zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, über dieselben herrschen und ihre großen Gewalt über sie üben. Aber also ist es nicht unter euch. Gewaltherrschaft ist ein Anzeichen, dass das der falsche König ist. Das hier ist der richtige König. Das ist der richtige König. Aber dieser König, und das muss man dazu sagen, ist nicht mehr dieses Kindlein da, das Eichibum Beichibubi. Ja? Nein, dieser König ist der Dichter aller Welten. Amen. Unser Vater im Himmel, der Einzige, der diesen Namen verdient, der einzige heilige Vater, den es gibt. Wir preisen dich und wir loben dich und wir danken dir, dass du deinen Sohn in die Welt geschickt hast. Und wir bitten dich, Herr, vergib der Menschheit, was sie deinem Sohn angetan hat. Vergib, o Herr, all denen, für die er gebeten hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und gib uns Weisheit, Herr, dich zu erkennen, dich zu verstehen, dein Wesen zu begreifen und dir nachzufolgen und in diesem heiligen Krieg auf deiner Seite zu kämpfen. Hilf uns, dass wir mit dem Schild des Glaubens und mit dem Schwert des Geistes vorangehen, angetan mit deiner Gerechtigkeit, in dem Bewusstsein, dass du allein gerecht bist und niemand sonst, und du allein mächtig bist und niemand sonst. Wir danken dir und preisen dich für deinen Ruhetag, den du uns schenkst, und bitten dich auch an diesem besonderen Wochenende, wo die christliche Welt der Geburt deines Sohnes gedenkt, dass viele Menschen nachdenken, was sie da eigentlich feiern und was da eigentlich passiert ist, dass du deinen Sohn geschickt hast und die Zeit in eine Zeit vor ihm und nach ihm geteilt hast. Gepriesen sei dein Name. Amen.